Einen wunderschönen und willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal Stovi TV. Am Mikrofon ist euer Stovi und ja, etwas, was ich eigentlich schon mal so lange machen oder versuchen wollte, versuche ich jetzt einfach mal, und zwar ein wunderschönes Let's Play zu The Elder Scrolls Online. Und ja, ich bin hier gefangen, also ich bin quasi im Tutorial momentan der Greymoor-Kampagne. Persönlich hätte ich es cooler gefunden, wenn ich in der alten Kampagne irgendwie hätte anfangen können. Aber dann spielen wir jetzt einfach erstmal die Greymoor-Kampagne. Ich habe die zwar schon mal mit einem anderen Char durchgespielt, oder was heißt durchgespielt, die Hauptstory durchgespielt. Allerdings bin ich da sehr durchgewascht und ich habe mir gedacht, ich kann das Let's Play dazu benutzen, einfach auch mal ein bisschen durch die Story zu gehen, auch mal der Story ein bisschen mehr zuzuhören, damit ihr dann die Story mitkriegt und ich vielleicht auch. Ja, und was ich mir dann überlegt habe, ich spiele ein Dunkelelfe Nachtklinge. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Das ist mir eigentlich auch relativ wurscht, weil ich spiele solche Spiele so, wie ich dran Spaß habe. Was aus ihr werden soll, ist mit zwei Schwertern da rumrennen, ein bisschen schleichen, irgendwann als Zweitwaffe Bogen, habe ich mir mal momentan gedacht. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich habe nämlich eigentlich nie wirklich ernsthaft in dem Spiel irgendwas gespielt, mit dem ich an einen Gegner ran muss. Also ich habe eine Bogenschützin, die voll und ganz auf Bogen geht, ich habe Nekromantinnen, Magierinnen, aber was mit Schwert offiziell kämpft, keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der Gefängniszelle, genau hier spawnen wir. Irgendein anderer Gefangener sagt uns noch, irgendwie, keine Ahnung, ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Ja, mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wir sind hier in unserer Zelle, haben auch schon unser erstes Questziel. Wir sollen den Sarkophag durchsuchen, wie wir oben rechts sehen. Aber lecker. Mist. Genau, habe ich mir doch gedacht, dass man hier irgendwelche Sachen durchsuchen kann. Oh, Dietrich. Oh, noch ein Dietrich. Müssen wir hier ausbrechen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Gut, dann. Oh. Hi! Hab Dank. Hört mir zu, wenn ihr diesem Ort entkommen wollt. Okay. Nee. Ihr wart auf dem Karren. Ich habe euch gesehen, bevor die Hexen uns schnappten und mich in diesen Steinkasten warfen. Ich bin froh, dass ihr endlich wach seid. Entschuldigt meine gespenstische Erscheinung. Ich fühle mich nicht besonders. Ah ja. Und wo sind wir? Ich meine, woher soll denn der das eigentlich wissen? Der war in einem Stein eingesperrt. Also der müsste ja theoretisch noch weniger wissen als ich, aber naja. Unser genauer Standort? Da kann ich nur mutmaßen. Irgendwo im westlichen Himmelsrand, nehme ich an. Ich bin im Zuge meiner Ermittlungen hier gewesen, als mich die Hexe vom Eiskapzirkel angriff. Wir können entkommen, aber erst brauche ich dringend eure Hilfe. Okay, ja gut, er weiß es auch nicht genau. Aber ich weiß es ja, haha. Ja, wie kann ich dir denn helfen? Die Hexen müssen meine Habseligkeiten in der Nähe verstaut haben. Darunter ist auch ein kleines Fläschchen. Ich kann unsere Zelle öffnen. Im Anschluss müsst ihr für mich dieses Fläschchen bergen, denn ich werde dafür zu schwach sein. Bis ich es habe, seid ihr in beträchtlicher Gefahr. Okay. Ich schwöre, dass ich euch nichts tun will. Doch wenn ich dieses Fläschchen nicht bekomme, spielt mein Wille nur bedingt eine Rolle. Bergt es, und wir brechen hier gemeinsam aus. Ja gut, ich sag mal, das hört sich doch nach einem guten Deal an. Flasche gegen Leben. Keine Angst. Das mag verwunderlich sein, aber es ist ein notwendiger Teil des Plans. Okay, ja, dann beeil dich mal. Er kann durch Wände. Jetzt
Beeilt euch bitte und bergt mein Fläschchen. Ich will hier mal gerade noch was einstellen. Ist das bei Spielab? Nee, das ist wenn dann bei Audio. Ich hätte gerne auch die NSC-Untertitel, falls ich mal irgendwo was nicht mitkriege oder so. Ja, kann ich mit dir reden? Bitte berg das Fläschchen. Es muss in der Nähe sein. Ich kann es spüren. Wir können uns danach unterhalten. Ja gut, ja gut. Dann schauen wir uns mal hier gemütlich um. Hier kann ich was durchsuchen. Ginkgo! Für Handwerk. Ja. Begräbnisurne, Begräbnisurne. Ich glaube, viel sonderlich Wertvolles werde ich hier wohl nicht finden. Aber man kann es ja mal probieren, ne? Ich zum Beispiel einen Gewürzsack und einen Sack. Die ist leer. Hätte ich auch von Weitem sehen können, aber ich sammle jetzt auch nur am Anfang alles ein, eigentlich, ja. Ich meine, das meiste geht eh in den Handwerksbeutel bei mir und dann, warte mal, bevor ich das hole. Hier, hier. So. Das Baby möchte sein Fläschlein haben. Und als verantwortungsvolle Eltern, finde ich, sollten wir dem auch nachgeben. Nachdem wir hier noch ein bisschen gelootet haben, so lange wird der noch durchhalten. Bin ich mir ganz sicher. Ich kann mich gerade gar nicht daran erinnern. Gibt es eigentlich in Elder Scrolls Online Quests, die dann tatsächlich auf Zeit oder sowas gehen? Ich kann mich jetzt gerade nicht so wirklich daran erinnern. Aber das werden wir einfach gemeinsam irgendwann rausfinden. Wenn es denn so ist, war ich hier schon? Nee. Münzen. Okay, nee, kann ich nichts machen mit. Es ist halt auch kein Skyrim, wo man alles Mögliche irgendwo versteckt. Wie, ich darf da nicht hoch? Skandal. Komm, da hätte ich jetzt erwartet, dass da irgendwas Spannendes drin ist. Münzen nehmen wir gern. Salzreissack. Durchsuchen. Durchsuchen. So, ich glaube, wir können langsam hier unserem Freund helfen. Nee, warte. Geht es mir? Mein Schatz! Mein Schatz! Gollum! Da. Iss, trink, whatever. Ja, das ist besser. Danke. Ich spürte, wie ich die Beherrschung verlor. Ach, Hammer kaum gemerkt. Nun, was liegt an? Das war Blut. Doch ich schwöre, dass es keinen Grund zur Aufregung gibt. Ja, wenn es so ist. Nicht jeder Vampir ist ein Monster. Ich gehöre zu einer Gruppe, die nur von freiwilligen Spendern trinkt. Wir halten die skrupelloseren Vampire im Zaum. Tja, das können die ja erstmal am Anfang alle erzählen. Was ist denn das für eine Gruppe? Ich gehöre zum Haus Ravenwacht, einem der Adelshäuser von Kluftspitze. Wir halten uns an die Lehren unseres Gründers, Graf Verandis Ravenwacht. Wir trinken niemals Blut mit Gewalt. Wir helfen jenen in Not und wir grenzen die Taten feindseligerer Vampire ein. Das hört sich doch ganz reasonable. Tja, aber wir sind hier weit weg von der Kluftspitze, nicht wahr? Wir gehen, wohin wir müssen. Ich untersuchte eine Grabstätte in Bankorei, als ich entdeckte, dass Schmuggler uralte Überreste stahlen. Ich bin dieser Fährte gefolgt und traf auf die Hexe. Nun, ihr kennt den Rest. Jetzt müssen wir hier rauskommen. Also im Grunde genommen kenne ich den Rest jetzt nicht so ganz, weil ich bin ja auch gerade hier erst aufgewacht. Aber wahrscheinlich spielen die auf das Intro-Video an. Ja, und ihr habt einen Plan, wie wir hier rauskommen? In gewisser Weise schon. Ich habe mein Bewusstsein wiedererlangt, als sie mich hierher brachten, und habe mir den Weg hinaus eingeprägt.
Er ist recht einfach. Ich werde euch führen, wenn ihr uns vor allen verteidigt, die uns den Weg versperren. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir sicher entkommen. Gut, dann geh mal voran und sag mir Bescheid, wenn es irgendwo Bleib Waffen in meiner gibt. Nähe. Man weiß nie, was sich in diesen alten Hügelgräbern herumtreibt. Na, dann folgen wir dem mal ganz unauffällig. Ich frage mich, wieso die Hexen hier all diese Dinge lagern. Versucht eine Waffe zu finden. Ich suche etwas, was besser zu meinen Fertigkeiten passt. Oh, Panzerschuhe. Also ich will zwar auf mittlere Rüstung gehen, aber ja, für den Anfang ist das ja eh. Am Anfang ist das ja eh eigentlich ziemlich egal, was man hier so nimmt. Aber ich frage mich, wenn wir hier zwei Waffen finden, könnte ich direkt schon auf zwei Waffen gehen. Das wäre cool. Boah, so viel zum Einsammeln. Wie soll ich mich denn da dann gleich entscheiden, was ich nehme? Aber ich sag mal, am Anfang ist das ja eh völlig wurscht, weil was wir jetzt am Anfang finden, sind eh nur Level 1 Waffen. Weil wir selbst ja nur Level 1 sind. Sag mal, ich sehe doch, dass da was drin ist. Lüg mich nicht an, dass der leer ist. Ja, auch schon bessere Tage gesehen. So, ein uralter Nordbiedehändler. Ja. Ich würde es ja vorziehen. Das ist, glaube ich, eine Zweihandwaffe. Ich meine, es ist ja dann auch schon. Okay, ich sammle hier alles gerade, glaube ich, doppelt und dreifach ein. Ich glaube, das ist dann auch nicht so sinnvoll. Habe ich noch Inventarplatz? Ja, passt. Ich weiß wirklich nicht, warum ich hier alles einsammle. Oh, wie konnte ich das übersehen? Nee, ich glaube, da ist sonst nichts mehr. Gut, dann wollen wir mal schauen. Rüstungen. Ihr seid leicht, leicht. Eisenpanzer, Handschuhe der Magiker. Obwohl, das wäre mittel. Aber ich meine, man macht ja. Oder ich werde ja wahrscheinlich ein leicht, ein schwer und fünf Mittel nehmen, damit ich die Bonus abgreifen kann und noch ein bisschen mehr. Da das hier momentan halt das Einzige ist, was wir verzaubert haben. Wobei, ich würde relativ schnell eigentlich gerne auch. Oh, ich habe sonst nichts, glaubt. Hier, guck mal. Die Eisenhaube können wir in schwer nehmen. Gott, sieht das kacke aus. Also ich mag schwere Rüstung irgendwie allgemein in so Spielen nicht so ganz. Warte mal, was hatte ich jetzt angezogen? Also die mittlere, dann brauchen wir noch ein bisschen leicht. Ja, aber das bringt ja alles jetzt noch nichts. Ich könnte noch die Eisenhänzen. Komm, jetzt haben wir wenigstens die schwerere Rüstung schon mal freigeschaltet. Und das ist eine Zweihandwaffe, oder? Ja. Ich könnte hier ja mal rauszoomen. Achso. Das sieht gefährlich genug aus. Nun kommt hier entlang. Ja, das wird schon. Was macht ihr beiden hier draußen? Urgala braucht euch noch. Oh. Das ist der Schläger, der uns in unsere Zellen geworfen hat. Wir müssen an ihm vorbei. Tja. Dann mach mal was. Ich stecke euch zwei Milchtrinker wieder in euren Käfig. Der einzige Weg hier raus ist an ihm vorbei. Schlag mit einem leichten Angriff zu. Treibt ihn erneut. Ihn erneut. Ja, mach ich doch. Doch dem könnt ihr nicht standhalten. Lasst euch nicht putzen. Schlagt ihn, solange er auf dem Gleichgewicht ist. Er haut jetzt doch bestimmt wieder, ja. Wappnet euch! Schlagt zurück! Ihr könnt nicht blocken, was ihr nicht sehen könnt. Hä? Schüttet diese Betäubung ab. Dem könnt ihr entgehen.
Also, oh Gott. Befreit euch, meine Freunde! Noch ein schwerer Angriff! Unterbrecht ihn, schnell! Ach so, ich... Nutzt euren Vorteil mit einem schweren Angriff! Unterbrecht diesen Schlag! Das ist gar nicht so einfach in diesem Spiel... dauernd zu reden. So. Tot ist er. Nee, ich wollte dich nicht... Gut geschlagen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es ohne eure Hilfe an diesem Wilden vorbei geschafft hätte. Wir sind gleich aus dieser Krypta raus. Das freut mich. Gut. Ums Level-Update, Level-Up kümmere ich mich gleich. Ich nehme hier nochmal mit, was ich hier noch so finden kann. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere Wäffelchen. Oh, guck mal, ein Getränk. Einmal. Alles schöne Sachen zum Finden hier. Achso, nee, das kann ich nicht einsammeln. Ja, ist da oben. Ja. Sind gnädig zwar mit dem Loot, ich hätte aber gerne Waffen. Oh, leck, ist hier viel zum... Guck mal hier, Melonenkorb. Ich meine, ich will ja vielleicht dann auch mal so Alchemie-Sachen und so weiter auch mal... Boah. Will ich Bücher vorlesen? Will ich Bücher vorlesen? Irgendwie nicht... Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr dann doch irgendwie Bücher lesen wollt oder nicht. Also, wenn ich sie vorlesen soll. Ich bin jetzt allerdings jetzt nicht gerade der professionelle Vorleser. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal unser Level ab. Hahaha! So. Ausdauer. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich Ausdauer will. So, klasse. Boah, ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Verschleierter Schlag? Was sind denn hier diese Ratgeber-Sachen? Ihr schneidet einen Feind und führt ihn 3700 Magie. Ja, ja. Am Anfang kosten die alle Magika. Glaube ich, oder die meisten. Aber soweit ich weiß, kann man die dann später upgraden auf... Na, auf Ausdauer. Und deswegen gehe ich auf Ausdauer. Also mit der mittleren Rüstung und so weiter. Ich probiere das einfach mal. Und wenn es dann halt nicht passt, passt es halt nicht. So, eine magische Klinge mit tödlicher Wucht. Ihr schneidet einem Feind, greift ihr mit verschleierndem Schlag von der Seite an. 3 Sekunden betäubt. Okay, auslaugen. Ihr raubt die Lebenskraft eines Feindes und verursacht, ja... Ich glaube, ich gehe einfach mal hier. Hin und erfreue mich diesen Schlages. So. Haben wir irgendwas zum Einsammeln? Mehr Waffen? Nehmt, was ihr für hilfreich haltet. Ja, wenn das so ist. Hier guckt man Wams. Stiefel. Armschienen. Ich glaube, Stäbe brauchen wir nicht. Was haben wir denn hier? Ah, du bist wieder ein Biedenhändler. Guck mal, eine Haube. Haben wir hier noch mehr? Kyras ist schwer. Ah, der ist leer. Ah, guck mal hier. So, zwei. Huch. Nein. Beim Angriff der Hexe verlor ich fast das Bewusstsein. Aber ich kann mich erinnern, hier durchgeschleift worden zu sein. Ihr geht voran und ich helfe euch so gut ich kann. Ja, machen wir. Aber lieber im Weg stehen da. Ich hätte gerne das Schwert. Was haben wir denn auf dieser Seite noch? Da hätten wir noch... Äxte, Streitaxt.
Ja gut. Eine Jacke. Ist kalt draußen. Ne? Ach so, doch. Hä? Gerade eben hat er doch mal geblinkt, oder? Naja. Gut, dann würde ich sagen, ich rüste mich jetzt hier nochmal ganz fix aus. Denn das ist es, was ich will. Dann schauen wir nochmal bei Rüstungen. Du bist leicht. Jute, Jute, Jute. Ach du Jute, Jüte. Hier, guck mal, ich habe was Mittleres. Ich guck mal, ob ich noch mehr Mittel habe. Jawohl, habe ich. Dann... schaue ich... warte mal, ich habe jetzt das, das, das. Dann habe ich einen schweren Helm. Das gefällt mir halt gar nicht, aber für jetzt soll das mal reichen. Dann machen wir hier noch die Polster. Gürtel und so weiter habe ich nicht. Und dann sollte das erstmal genug sein. Und was auf dieser anderen Seite ist, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.